So, da haben wir wieder einen Strich. Ja, ich weiß jetzt da nicht, ob man das so in dem Video sein wird. Ja, also langsam, was die Bezeichnung angeht, könnte ich schon durchaus sagen, das wird das mit Chemtrail bzw. Kondensstreifen. Ja, dass wir das an und für sich mit beides bezeichnen können. Ja, weil gerade bei diesem ist es deutlich zu sehen, ja, dass das nämlich beides ist. Aber das Kondenswasser, ja, was diese ausgestoßene Festpartikel, ja, damit ich das richtig sage, ja, also mit Minimum, also wenn man sich das weiter anschaut, ja, dann ist deutlich zu sehen, wie das Wasser kondensiert, ja. Allerdings nicht das Wasser aus dem Triebwerk, da ist relativ, also im Vergleich mit dem, relativ weniger Wasser vorhanden, aber es ist viel Staub vorhanden und dieses viel Staub, ja, hat dann zur Folge, dass die Luftfeuchtigkeiten, die sich da jetzt oben befinden, auf dem Staub kondensieren. Ja? Das ist das Hauptsächliche. Ja? Das heißt, dass ein Chemtrail im Prinzip genauso ein Kondensstreifen ist. Allerdings nicht das Kondenswasser aus dem Triebwerk, sondern das aus der Umgebung, das allerdings nur deshalb kondensiert, weil es dazu die Aerosole gibt, die das Flugzeug ausgestoßen hat. Irgendwie, das ist jetzt da wurscht, und wir werden nicht darüber diskutieren, ob Verbrennung von Treibstoff oder zusätzliche Spritzen, das spielt jetzt keine Rolle. Das Wichtige ist, es ist ein Staub, ja, dank dessen das Wasser aus der Luft drauf kondensiert. Ja, und das sieht man woanders auch. Ja, also genau dort, wo die Staubpartikel sind, genau dort kondensiert das Wasser. Und wo keine Staubpartikel sind, kondensiert entweder kein oder nur Minimumwasser. Das heißt, anhand der weißen Färbungen, also des Kondenswassers, kann man sehr wohl die verschiedenen Konzentrationen der Stäube analysieren oder wahrnehmen, also die Konzentration des Feststoffmaterials bestimmt, wie das Wasser dann schließlich in der Luft kondensiert. Ja, wenn man sich die Zeiten als normale Wolken noch und nur diese gebildet wurden, war das nicht anders. Ja, also auch die Konzentration der natürlichen Aerosole hat sehr wohl bestimmt, wie sich die Wolken bilden. Aber maßgeblich war das trotzdem das Wasser. Ja, die Anhäufungen von Luftfeuchtigkeiten, die aber nur dort tatsächlich auch kondensiert haben, wo die Aerosole, die natürlichen Aerosole, auch vorhanden waren. Dort, wo sie nicht vorhanden waren und dort, wo keine Übersättigung der Luft, also mehr als 100%, 100 und mehr Prozent der relativen Luftfeuchtigkeit war, dort ist zu keiner Wolkenbildung gekommen. Ja? Also unterhalb von 100% ohne Anwesenheit der natürlichen Aerosole ist die Wolkenbildung technisch natürlich absolut unmöglich. Ja? Es kondensiert nur dort, wo die Aerosole vorhanden sind. Sei es jetzt der natürliche oder die künstlich ausgesprühte. Ja? Das spielt jetzt da keine Rolle. Die Festpartikeln ermöglichen die Kondensation bei niedriger als 100%igen Luftfeuchtigkeit. Ja? Und wie die Dichte und die Verteilung dieser Festpartikeln in der Luft herrscht, ja? Genau dort, wo mehr Konzentration vorhanden ist, kommt zu stärkeren Kondensierung und dort, wo weniger, zu einer geringeren. Ja? Natürlich. Gleichzeitig dort, wo die Luftfeuchtigkeiten mehr vorhanden sind, kondensiert es mehr und wo weniger, dort weniger. Also beide Parameter spielen eine Rolle. Aber auf einem ziemlich homogenen Himmel, ohne,
ohne, also mit Minimum Luftbewegungen, ja, verteilt sich die Luftfeuchtigkeit ziemlich konstant. Was allerdings nicht konstant verteilt ist, ist die Feststoffmaterie. Ja, die natürliche ist relativ konstant, aber die künstlich dazu zugebrachte ist nicht konstant. Ja, also man sieht auf Basis des Ausbreitens der Striche, ja, ungefähr, wie die Windbewegungen da oben herrschen. Ja, also da zum Beispiel ist nicht starke Luftbewegung, ist absolut minimale. Der Festpartikel, also der Raum mit den Feststoffpartikeln verbreitet sich nicht zu sehr. Ja, aber dort, wo die höhere Konzentration der Feststoffpartikeln aus den Triebwerken, aus zusätzlichen Spritzen spielt keine Rolle. Aber die aus einem Flugzeug, da jetzt da ausgebracht wurden, bestimmen maßgeblich, wo das Wasser kondensiert und wo das Wasser nicht kondensiert. Und noch einmal, nicht das Wasser aus dem Triebwerk, sondern Umgebungswasser, die Luftfeuchtigkeit. Aber das versteht sowieso immer noch keiner. Und noch was. Man behauptet immer wieder, das macht die Menge der Flieger, ja, die Dichte des Flugverkehrs. Da ist der eindeutige Beweis, das stimmt nicht. Ja? Also heute sind mehr als 100 Flieger schon geflogen, ja, was ich mal angeschaut habe, mindestens 100. Ja, sind viele, was nicht mehr im Speicher der Datenbank vor, oder was der Öffentlichkeit als zugänglich ist. Ja. Also da wird nicht unendlich viel gespeichert. Da ist nur eine bestimmte Anzahl von gespeicherten Fliegen. Und wenn es schon in der Zeit ein bisschen zurückliegt, wird nicht mehr gespeichert. Ja. Das heißt, ich habe nur gesehen, dass etwa über 100 Flieger bereits geflogen sind in diesem Raum. Aber man sieht nicht, dass die Mehrheit der Abgase es ausmacht. Es machen in diesem Fall nicht mehr wie 7, ja, was ich so gezählt habe, circa 7 Striche, die ganz und völlig anders wie die alle anderen sind. Das heißt, bei normalem Treibstoffverbrennungsprozess werden sehr wohl diese Staubpartikeln, sage ich mal, nicht produziert. Da verbrennt das Treibstoff absolut einwandfrei, so dass zu keiner Nachkondensierung so kommt, dass man es auch wahrnehmen kann. Bei diesen ist es fast ausgeschlossen, dass man sie nicht wahrnehmen kann, weil die Luftfeuchtigkeiten, ja, also dieser Kondensierungsvorgang macht es sofort sichtbar, sei es ziemlich unmittelbar nach dem Durchflug oder wie diese eine ein wenig später. Ja? Weil meiner Meinung nach, diese ist viel später kondensiert, ja, also da ist viel später zu der Kondensierung kommen, weil es schön verbreitet ist, weil eben zu dem Augenblick des Durchflugs die Luftfeuchtigkeit da noch nicht so vorhanden war, wie jetzt da beim Sonnenstrahlen auf die gefrorene Wiesen und Verdampfung und Aufsteigung der Luftfeuchtigkeiten. Ja, und da kann man es schon sagen, ja, mittlerweile 2 Stunden könnte es sein und in den 2 Stunden ist durchaus möglich, dass die Dichte da oben dermaßen angestiegen ist, dass dann das dann zu der Kondensierung geführt hat. Manche kann sich erinnern, wie ich auf der Donauinsel war und behauptet habe, alleine nur Staub ist zu wenig, da kann nichts drauf kondensieren. Nur heute ist das Gegenteil. Heute ist eben genug Wasser vorhanden da oben, das ganz schön kondensiert. Eines muss man dazu auch noch sagen, ja. Es ist schon viel Luftfeuchtigkeit da oben vorhanden, ja. Aber nur gerade so wenig, dass diese hässlichen, aber echt hässlichen chemischen Wolken sich bilden können und keine so diese
putzelige, diese Michelin-artige Wolken. Ja? Dazu ist das Wasser wieder nicht so viel vorhanden. Alles klar? Also wie gesagt, diese normalen, natürlichen Wolken werden so ab 60%, ja, also das ist also nicht unbedingt der Maß, sondern unter normalen, durchschnittlichen Strahlungsumständen etwa ab 60% und ab einer gewissen natürlichen Aerosoldichte werden ganz normale Regenwolken gebildet. Und das Gebilde dieser Wolken kennt man schon seit der Geburt, also eher so runde Formen, die zwar das Wind auseinanderwehen kann, aber vorwiegend runde Formen. Ja? Und auch ist es bei diesen natürlichen Wolken so, dass eben mehr Wasseranteil ist als fremde Materieanteil und dadurch ist die Wärmeleitung innerhalb dieser Wolke auch völlig anders. Dadurch, dass eine höhere Wärmeleitung der Fall ist, ja, gleicht sich die Temperatur innerhalb der Wolke relativ schnell aus und ist dadurch auch viel unterschiedlich zu der umgebenden Luft, die zwar die Luftfeuchtigkeit, die noch nicht kondensiert hat, durchaus haben kann, aber beim Weiten nicht die Leitfähigkeit aufweist. Und diese scharfe Abgrenzung ist immer, immer merkbar. Also zwischen, da fängt die Wolke an und da ist außerhalb kein Kondensat vorhanden, also entweder trocken oder kaum Luftfeuchtigkeit vorhanden. Das ist immer das Merkmal für die natürliche Wolken innerhalb normales Raumes. Bei diesen chemischen Wolken ist es allerdings anders. Diese sind imstande, bei sehr niedrigen Luftfeuchtigkeiten zu kondensieren, also das Wasser auf diesen nanoskopischen Stäuben in großer Konzentration kann bei wesentlich niedrigerer Luftfeuchtigkeit bereits kondensieren. Also es bildet sich schon einerseits die Kondensation, also diese Kondenswolke sozusagen, allerdings mit wesentlich niedrigerer Leitungsfähigkeit. Ist ja klar, weil die Wasserkonzentration wesentlich niedriger ist wie bei natürlichen Wolken. Dadurch, dass diese Leitfähigkeit, also diese Masse der Leitfähigkeit sozusagen, der natürlichen Wolke fehlt, ja, ist dieser Kontrast, diese Leitfähigkeit innerhalb der Wolken, des Kondensats gegenüber der umgebenden Luft nicht so hoch. Und das merkt man sofort auf den Wolken, ja, dass da keine echte massive Übergänge stattfinden, sondern das ist so wie fast gleich. Also ob nur der Staub ohne dem Kondenswasser vielleicht nur in Freiräumen Luftfeuchtigkeitsmoleküle sozusagen oder der Kondensat innerhalb der Staubwolke, das ist nicht so großer Unterschied, was die Leitfähigkeit angeht. Und was die, also Leitfähigkeit der Wärme sozusagen einerseits und auch was die Auswirkungen, die daraus entstehen, angeht. Ja? Also man merkt sofort, ob in einer Kondenswolke die Mehrheit aller anwesenden Moleküle das Wasser sind oder eben nicht das Wasser sind. Weil diese Leitfähigkeit des Wassers verrät es sofort die Auswirkungen, die das mit sich zieht. Jetzt hat mich wieder jemand in einer 30er-Zone mit mehr als dem zweifachen Tempo überholt. Also Leute, wenn jemand 30er-Kilometer-Begrenzung nicht sieht, dann überrascht mich das überhaupt nicht, dass er nicht einmal die Vorgänge am Himmel sieht. Naja, ich lache, ja, solange zu keinem Unfall kommt. Aber was, wenn zu einem Unfall kommt?
Was ist, wenn jemand auf eine Stopptafel nicht einhält und es ist mir völlig wurscht, ob er die Stopptafel nicht sieht oder einfach ignoriert? Wenn gerade dort Mutter mit Kinderwagen und in der Hand ein zweites Kind geht, die werden zusammengeführt, ja? Weder mit Schritttempo gefahren, noch auf der Stopptafel eingehalten. Also das ist dann nicht mehr wurscht. So, und erste Verdichtungen finden bereits statt. Verdichtungen von was? Fragezeichen. Ja, könnte jemand oder jeder selber für sich antworten, gell? Also vorwiegend natürlich Wasser, ja. Das zu der Kondensation mit einer Gewalt von Nanostaubpartikeln gezwungen wurde, ja. Und dann ist es schon langsam wie eine Kettenreaktion. Ja? Warum? Wärmeleitung. Wärmeleitung, Fragezeichen. Ja, Wärmeleitung. Wärmeleitung vom Wasser, nicht von dem Staub. Von dem Wasser. Weil das Wasser hat die Wärmeleitungsmacht am Himmel. Ja? Wenn man gezwingt, also zwingt, wenn es jemandem gelingt, ja, die Luftfeuchtigkeiten zur Kondensation zu bringen und dann im Prinzip indirekt auch die Verdichtung. Warum? Weil mit der Kondensation des Wassers, ja, bewirkt man Räume am Himmel, die einerseits die Wärmeleitung aufweisen, die Wärmespeicherung, ja, und gleichzeitig auch Wärmehindernis, ja, weil an und für sich das kondensierte Wasser ist das Sonnenhindernis, nicht die Stäube, ja. Die Stäube ist Material, niedrige Wärmeleitung, niedrige Wärmekapazität, also niedrige Speicherung der Wärme und auch niedriges Hindernis für die Sonne, ja. Also wenn pumpvoll nur Staub in der Luft ist, ist immer warm, ja, weil es ist kein Hindernis für die Sonnenstrahlung. Es bewirkt aber die Kondensierung des Wassers, das zu dem Hindernis aber wird. Ja? Und dieses kondensierte Wasser ist auf einmal das Sonnenstrahlunghindernis, das sozusagen auch, anders gesagt, den Schatten der Sonne dann bildet. Naja, was bewirkt diese Schatten der Sonne durch diese Kondenswasserwolke, die zwar auf dem Staub basiert, aber immerhin Wasserkondenswolke, dass hinter der Wolke, wo die Sonne nicht durchstrahlt, die Luft nicht erwärmt wird, also nicht mit der Wärmeenergie versorgt wird, nicht erwärmt wird, stattdessen umgekehrt, dadurch, also das ist jetzt generell so und das kann man immer wieder und überall nachschlagen, alles strahlt Wärmeenergie ab, alles. Ja, auch das, was die geringste Wärmekapazität aufweist, also die geringste Wärme aufnehmen kann, auch das strahlt im Prinzip ab. Nicht so viel, aber trotzdem. Ja, und somit auch im Schatten die feuchte Luft, ja, egal jetzt da wie viel feucht oder wie feucht, ja, strahlt natürlich immer ab. Auch wenn sie mit der Sonne bei Vollstrahlung versorgt wird mit der Wärme, finden beide Prozesse statt. Das heißt, wie die Aufnahme der neuen Wärmeenergie, sowie die Abstrahlung der alten Energie, der aufgenommenen, gleichzeitig. Ja, also das ist immer Zusammenspiel. Und jetzt da, in dem Schatten, wird keine neue Energie hinzugefügt, aber die alte, die zwischendurch irgendwann gespeichert wurde, wird trotzdem ausgestrahlt. Ja, durch diese Abstrahlung der gespeicherten Energie wird die ganze Materie kälter. Ja? Also somit findet ein Abkühlungsprozess statt, ja, und dann sind in der Luft dann verschiedene Bereiche, die was von der Sonne aufgeleuchtet werden,
wo vorwiegend die Zunahme der Energie, also Erwärmung, ja, als Abstrahlung der alten ist. Das heißt, vorwiegend findet die Erwärmung statt und im Schatten vorwiegend nur die Abstrahlung, also Erkältung statt, also Abkühlung. Naja, und was passiert, wenn man diese Räume in der Atmosphäre schafft mit verschiedenen Zuständen oder Verhältnissen, Erwärmung versus Abkühlung? Na, was? Also wiederum, man muss nicht viel lernen, um das zu wissen, was man damit bewirkt. Man bewirkt damit Luftströmungen. Dort, wo es erwärmt wird, wo vorwiegend die Luft aufsteigt, ja, wird ein Raum geschaffen, also ein, könnte man sagen, Unterdruck, wo von der Umgebung die Luft wieder einstrahlen kann. Und wenn in der Umgebung das noch leichter gemacht wird, weil dort eben es eher kälter ist, also eher als aufsteigende Luft eine absinkende Luft ist, wird ein Überdruck gebildet, der sich wieder ausdehnen versucht, und die Luft geht dort, wo der Unterdruck ist. Also mit anderen Worten, damit werden Luftbewegungen geschaffen, Winde, ja, also Luftbewegung, aber nicht nur, dass die Luft zur Bewegung gebracht wird, sondern diese Bewegung ist auch ein Transportmittel zugleich. Das heißt, es können durch diesen Transportmittel die Inhalte der Luft transportiert werden. Und das ist jetzt da wurscht, was die Inhalte sind. Jetzt da sind die Inhalte die Luftfeuchtigkeit, die Wassermoleküle, höhere Luftfeuchtigkeiten sozusagen, oder schon gewordene Wolken. Oder das ist wurscht, ja. Also einfach das, was in dem Raum vorhanden ist, von Luftfeuchtigkeit, komplette Wolken oder nur Staub, ja, wird durch diese Luftbewegung transportiert. Und derjenige oder diejenigen, die jetzt diese Bewegungen so steuern können, haben natürlich auch die Richtungen dieser Bewegungen voll in den Händen. Ja, also derjenige oder diejenigen, die jetzt da bestimmen, wo in welche Richtung sich welche Luftmassen bewegen mit allem, was sich da drin befindet, ja, steuert an und für sich alle diese Vorgänge. Ja, vielleicht nicht hundertprozentig, ja, weil die Natur ist nach wie vor die Macht. Nicht die Psychopathen, die da jetzt versuchen, dagegen zu wirken. Die Natur hat die Obermacht, ja. Aber wie man sieht, ist die psychopathische Macht schon langsam sehr mächtig geworden. Auch wenn sie noch beim Weiden nicht so mächtig geworden ist wie die Natur selber, ist sie trotzdem von einem sehr hohen Pegel der Macht schon mittlerweile. Guck. So, da, also, es sind einige Sachen heute passiert, über die man spekulieren, diskutieren kann, und es gibt gewisse Sachen, die absolut hundertprozentig so abgelaufen sind, ja. Also, jeder hat bis jetzt sehen können, anhand der Wolkenbewegungen, dass die Wolken von irgendwo dahergeflogen sind, sondern sie unmittelbar direkt über unseren Köpfen gebaut wurden, ja? Also entstanden sind. Ja? Also das ist ein Faktum. Ja? Wenn das jemand nicht beobachtet hat, ja, kann er immer noch sagen, die Wolken sind daher geflogen, ja, weil er das einfach nicht gesehen hat. Ne? Aber die Leute, die das jetzt da die paar Stunden zurück bis daher, ja, zu diesem Augenblick beobachten, die haben das jetzt selber gesehen. Also die Wolken sind eindeutig von nirgendwo daher geflogen, sondern die Wolken
sind... Benji! Sondern die Wolken sind einfach hier entstanden. Ja, das ist ein Faktum. Ja, das, wie die Wolken entstanden sind, ja, darüber lässt sich schon teilweise streiten, teilweise nicht streiten. Ja, also auf jeden Fall, was ein Faktum ist, die Wolken sind durch Kondensierung von Wasser entstanden. Das ist ein Faktum, das ist unbestreitlich, ja. Das, wie sie kondensiert haben, ist zum Teil Faktum, zum Teil wiederum. So kann man darüber ja, singen. Ja? Das Faktum ist, dass, wie wir wissen, die Wolken entweder durch Übersättigung der Luftfeuchtigkeit in der Luft entstehen, ja, dass wir zu der Übersättigung kommen kann, also Möglichkeiten, die kennen wir auch, zum Beispiel typisch Sinken der Temperatur, ohne sich an etwas der absoluten Luftfeuchtigkeit zu ändern. Ja, durch Sinken der Temperatur steigt die relative Luftfeuchtigkeit bei der gleichbleibenden absoluten. Und beim bestimmten Punkt erreicht es die 100%. Wenn die Temperatur weiter absinkt, praktisch, theoretisch steigt die Luftfeuchtigkeit über 100%, das heißt Übersättigung der Luft. Das bewirkt genauso ein Kondensieren, ja? Ein zwanghaftes Kondensieren durch die Übersättigung. Ja? Dann weitere Möglichkeit, wie zu einem Kondensierungsvorgang kommen kann, jetzt ohne der Übersättigung, beim sinkenden Luftdruck. Ja? Also jeder hat schon gesehen, dieses Experiment, wie man gibt ein flüssiges Wasser in einer Kuppe, dann pumpt man die Luft aus, bildet quasi Vakuum und in diesem Vakuum beginnt das normal flüssige Wasser bei normal Zimmertemperatur zum Kochen und zum Verdampfen, aber gleichzeitig herrscht ein Gleichgewicht. Benji! Gleichzeitig herrscht ein Gleichgewicht dabei. Das heißt, wie die Verdampfung, so gleichzeitig der Kondensierungsprozess. Ja? Das wird nur bei den Experimenten zu selten gesagt, ja? Dass zwar gleichzeitig diese Verdampfung, aber auch gleichzeitig wiederum die umgekehrte Kondensierung stattfindet. Ja? Also beim erniedrigen Druck ist das durch diesen Gleichgewichtseffekt, ja, aber auf jeden Fall, die Verflüssigung als solche findet beim Erhöhung des Drucks statt, ja, also nicht dieses Gleichgewicht wie bei Erniedrigung, ja, also gleichzeitiges Verdampfen und Kondensierung, also dieses ausbalancierte Effekt, sondern beim Hochdruck, ja, durch dieses Zusammendrucken der Moleküle wird bewirkt, dass ein gasförmiges Wasser verflüssigt, ja, aber auf keineswegs vereist, ja. Also das ist lediglich dieses Kondensierung in flüssigen Zustand, allerdings nicht in den gasförmigen Zustand. Ja, theoretisch, rein theoretisch, auch praktisch auch machbar, rein theoretisch denkbar, ja. Durch einen extrem hohen Druck, ja, also man kennt es bei diesen, weiß ich nicht, wie sich diese Kategorie von diesen Gasen nennt, wo man nicht einmal mit einem extrem hohen Druck schon imstande ist, sogar festen Stoff zu bilden, ja, also allein nur durch erhöhten Druck, ja, aber das sind so die Flüssigkeiten, wo dieser Erstarrungspunkt wesentlich höhere Temperatur ist, wie es bei dem Wasser der Fall ist. Ja, obwohl, das klingt also deppert, interessant, wie auch immer, aber es gibt schon Gase, Flüssigkeitsübergänge, beziehungsweise
Stoffe, wo nicht diese so hohe Differenz von wie beim Wasser 100 Grad der Fall ist, sondern schon einiges weniger. So, zu den anderen Fakten, die man auch so beobachten kann und die durchaus so stimmen können. Der Unterschied zwischen gleichmäßiger Verteilung der Wolken, sage ich mal, ja. Aber damit meine ich echt alles, was die Wolken angeht, das heißt die wärmekapazitative Massen, die Wärmeleitung holt innerhalb der Wolke mit, außerhalb der Wolke mit dem Raum, ja. Dadurch entstehende Luftbewegungen durch verschiedene Versorgung durch die Wärmeenergie, Speicherung und diese halt Sachen, ja. Jetzt aber der Unterschied zwischen unterschiedliche Wolkenbildung, ja, also unterschiedliche Auswirkungen darunter und gleichmäßige, ja, das ist heute vollkommen spürbar, ja. Das heißt, wenn der und da ist nichts Unnatürliches drauf, ja. Das, also wenn es in der Natur genauso entsteht, also durch diese gleichmäßige Verteilung von wärmekapazitativen Wolken, ja, dann ist dieselbe Auswirkung, wenn von außerhalb dieses Gebiets nicht starke Einwirkungen herrschen, also dass von irgendwo starke Wind weht und das so eine gleichmäßige Formation, ja. Jetzt haben wir eine solche gleichmäßige Formation und man sieht automatisch auch die Auswirkungen, ja, was es heißt, gleichzeitige Formation, ja. Dadurch, dass wir da jetzt relativ ausgeglichene Wolkenformation jetzt mittlerweile über ganz Wien haben und von außen, von außerhalb keine starken Einflüsse herrschen, ja, ist die plausible und verständliche und per Gesetz sozusagen Naturgesetz erklärbare Resultat, ja, dass eben überall die gleiche Ausstrahlung der Wärmeenergie herrscht, überall dieselbe Abkühlung bzw. durch die Dämpfung, durch die Wassermengen natürlich, die Erwärmung reduziert wird, ja, ist natürlich vollkommen natürlich erklärlich, warum derzeit nirgendwo Luftbewegungen stattfinden oder nur äußerst winzig, ja, weil eben nirgendwo wird etwas mehr erhitzt oder weniger erhitzt, nirgendwo bilden sich diese Unterdruckzonen bzw. Überdruckzonen, nirgendwo muss die Luft durch die Bewegung irgendetwas ausgleichen und dadurch haben wir jetzt absolute Windstille. Ja, also das ist, da muss man nicht darüber nachdenken, warum das so ist, wenn man die Vorgänge so versteht. Ja, natürlich reicht, wenn irgendwo von außerhalb dieses Bereichs ein starker Einfluss stattfindet, sei es jetzt dadurch eine Hochdruck- oder ein Tiefdruckgebiet, der unterschiedlich zu unserem Gebiet der Wiener Gegend ist. Und dann wäre das natürlich schon die Folge sein, dass entweder draußen ist ein Tiefdruck und von hier würde dann die Luft sich ausbreiten, auch über diese Tiefdruckgebiete in der Nachbarschaft, beziehungsweise umgekehrt, wenn in der Nachbarschaft ein Hochdruckgebiet ist, dann würde er versuchen, um sich herum die Luft auszudrängen und natürlich unter anderem auch in unseres Gebiet, wo der Druck eben tiefer ist. Ja. Was würde eben diese Luftströmung bewegen, die jetzt gerade nicht stattfindet? Also wie gesagt, diese gleichmäßige Verteilung ist das, was sich die Natur selber so regelt.
Ja, egal jetzt da, welche Stäube, welche chemische Substanzen, ja, auf welche Art, in welchen Räumlichkeiten so ausgebracht werden, ist absolut egal, weil sobald diese wärmekapazitative Ausgleich anfängt, sich zu stabilisieren sozusagen, ja, also dadurch, dass jetzt das Wasser drauf auf diesen Stäuben kondensiert und durch diese Wärmeleitungen sich die Wärmeenergie gleichmäßig verteilt, ja, also diese Wärmeenergiezustand sozusagen ausgleicht über ganzen Himmel, kreuz und quer, ja, sozusagen. Und je konstanter oder je ausgeglichener jetzt dieses Wärmeenergiepotenzial, wenn man das so sagen kann, ja, dann bildet sich quasi, wie soll ich jetzt sagen, kontinuierliche, also unterhalb diesen Wolken bilden sich genauso also ausgeglichene, kontinuierliche Bedingungen, ja. Wie ich vorher gesagt habe, eben dieselbe Wärmeausstrahlung, dadurch keine Wärmeunterschiede, dadurch keine Luftbewegungen, ja, und dadurch entstandene Windstille, ja. Aber man könnte sagen, wie vor einer Apokalypse oder was, aber ich meine jetzt nicht, dass das zu was führt, ja. Da geht es nur allein um das, dass durch diesen wie sich die Natur dieses Ausgleich schafft, ja, dann absolute Windstille antrifft, ja, oder kommt, ja, dann auch was verschiedene Geräusche, Lärm, Aufnahmemöglichkeit, ja, wird konstant. Das heißt, auf einmal wird ziemlich ruhig, ja, weil eben konstant über die ganze Fläche sämtliche Frequenzen, akustische Frequenzen aufgenommen werden, ja, also sämtlicher Lärm in dem Raum sozusagen aufgenommen wird, ohne irgendwelche Mischsignale daraus zu bilden, also Mischakustik sozusagen, ja, und das ist eben das, was nicht der Mensch macht, sondern die Natur selber. Der Mensch gibt der Natur, was die Natur normalerweise nicht hat und auch nicht braucht, dass man es versteht, ja, diese Staubpartikeln, ermöglicht dadurch, dass es zu einer Kondensation kommt, auch wenn es zu dieser Kondensation zumindest nicht in diesem Ausmaß kommen würde. Aber was dann daraus entsteht, ist nicht mehr in den Händen der Leute, die das durch den Verstaubungsvorgang angezettelt haben. Ja, also das ist wiederum ein Beweis dafür, dass egal was der Mensch macht, der beeinflusst es schon in der Anfangsphase, aber auf jeden Fall nicht, wie sich dann aus der Anfangsphase das weiter entwickelt. Ja, also diese anschließende Wolkenbildung und anschließende Ausgleich schaffen, ja, das ist nicht mehr in den Händen der Leute. Ja. Außer sie betreiben das extrem auf bestimmten Orten und die anderen lassen sie in Ruhe, dadurch, dass eben immer die Natur ziemlich viel auszugleichen hat. Ja, dann kann das dazu führen, dass man schon Unwetter und daraus so machen könnte, ja. Aber wenn kontinuierlich ausgesprüht wird, ja,
Die Natur ist bei dem Gleichgewicht schaffen wesentlich schneller als der Mensch. Ja, der Mensch, in Anführungszeichen, die Geoengineering-Psychopathen überhaupt schauen können. So, nun schon wieder etwas zum Nachdenken. Na, also, oft, viel zu oft, kommen mir Texte mit Erklärungen der sogenannten Kondensstreifen. Ja, und das ist schon, also es wird schon langsam so blöd, dass ich mal überlege, warum die meisten, die diese Aufklärungen, Erklärungen oder wie auch immer, überhaupt schreiben. Was wollen sie damit eigentlich bezwecken? Ja, also was ist jetzt das Primärziel? Das, und die meisten immer inhaltlich in etwa dasselbe. Ja, und das meine ich jetzt absolut neutral. Ja, also das ist keine Unterstellung oder was jetzt da. Ja, das ist rein einfach aus der Aufsicht, ja, aus der neutralen halt dritten Partei Sicht, ja, irgendwie versuchen herauszufinden, was die eigentlichen Inhalte sind, woran die passieren und eben was der mögliche Sinn davon überhaupt ist, ob überhaupt irgendein Sinn davon ist, ja. Also es kann auch gut sein, dass man damit absolut nichts bezwecken will und dass man einfach da irgendeine Erklärung in die Luft schmeißt, ja, egal jetzt da wie weit oder welche Erklärungselemente da eigentlich stimmen und welche dagegen überhaupt nicht, ja. Also einerseits muss ich schon sagen, dass wenn jetzt die Worte fallen wie Ausstoß einer Luftfeuchtigkeit in einer sehr hohen Temperatur, also hundertprozentig gasförmiger Zustand und dann die Abkühlung, ein Parameter, ein der Umstände ist diese Abkühlung, ja. Das heißt, von diesen mehreren hundert Grad, ja, egal wie viel, aber auf jeden Fall mehr als ja, die 100 Grad plus minus, also muss man schon bedenken, spielen auch Druck und die gesamte Luftfeuchtigkeit zusammen. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber es spielen mehrere Parameter halt zusammen, ja. Also das, die genaue 100% werden das Prozent Grad werden das nicht sein. Aber es ist nicht so große Abweichung, dass man das unbedingt jetzt da detaillieren muss. Erwähnen sollte man das, aber unbedingt im Detail muss man das nicht wissen, ja. Also, auch wenn es jetzt da um die plus minus 10, plus minus 15 Grad diese Abweichung sein sollte, spielt das nicht unbedingt die hauptsächliche Rolle, ja. Beziehungsweise die Rolle auf das, dass man jetzt da nicht weiß, was man damit meint, ja. Die hauptsächliche Rolle, was dieser Übergang des Aggregatzustands angeht, ist eher in dem Zusammenhang selbst, ja. Das heißt, es wird eine Luftfeuchtigkeit aus dem Triebwerk ausgestoßen, ja, wobei gleichzeitig hohe Temperatur, gleichzeitig hoher Druck, also in dem Ausstosspunkt, Augenblick und an der Ausstossstelle herrscht auch ein höherer Druck, also wesentlich höherer Druck wie der umgebende. Also hohe Temperatur, hoher Druck, gleichzeitig hohe Luftfeuchtigkeit, also der also eindeutige Übersättigung, also in dem Augenblick des Ausstoßes, ja, ist gleichzeitig auch die Übersättigung vorhanden. Ja, das heißt, es spielen zwar zu dem Augenblick noch sehr, sehr viele sich widersprechende Bedingungen, die aber im Abkühlungszustand auf jeden Fall, solange die Konzentration, die Übersättigungskonzentration, also für
die gegebene Temperatur und gegebenen Druck noch vorhanden ist, dass auf jeden Fall zu der Kondensierung vor, also kommt. Ja? Bei jetzt da, genau welche Temperatur ist nicht jetzt unbedingt wichtig, aber auf jeden Fall kommt mindestens für einen kurzen Augenblick zu einer Übersättigung und Kondensierung. Das sind einfach Tatsachen, die eigentlich, kann man sagen, immer stattfinden. Auch in dem Augenblick, wo sogar die Luftraum, also ich weiß jetzt da nicht, ob das auch so ein Zug der Missinformation ist oder nicht, aber zu dieser Kondensation kommt an und für sich fast immer. Sogar zu dem Augenblick, wo man behauptet, zu der sollte eigentlich gar nicht kommen. Ja? Also sicherlich die ganz starke sichtbare Kondensation heißt immer eisförmiger Zustand, sehr hohe Dichte von Eiskristallen und einen gewissen Zeitabstand, dass man es unbedingt noch erwähnen kann, ja, also sagen wir so zwei Flugzeuglängen bis, weiß ich nicht, von mir aus 20 Flugzeuglängen, also das ist so plus minus, also von bis, ja, also auch wenn zu einer Kondensierung nur für eine, zwei Flugzeuglängen kommt, ja, ist es trotzdem ein Kondensierungszustand, auch wenn man ihn kaum wahrnimmt, weil auf die Entfernung und die Größe des Flugzeugs ist so ein kurzer Kondensstreifen, Kondensierungsvorgang kaum zu merken, aber nach wie vor ist immer noch vorhanden und auch wenn man da jetzt nicht unbedingt einen merkbaren Kondensstreifen sieht, ist trotzdem eine Kondensierungsentwicklung für, obwohl nur sehr kurzen Augenblick oder Zeitspanne dennoch noch vorhanden, ja. Dann wird immer behauptet, Kondensstreifen, ja, also das sind jetzt die Anhaltspunkte oder die Daten oder die Behauptungen, die immer in Zusammenhang mit was Kondensstreifen noch ist und was nicht mehr herangezogen, ja. Also man behauptet immer, Kondensstreifen ist nur der Augenblick der Kondensation des Triebwerkwassers bis zu seiner Auflösung. Also keineswegs wird da behauptet, dass auch eine Nachkondensierung noch als Kondensstreifen zählen kann. Ja, wo ich noch sagen kann, oder sagen könnte, also sobald ein Kondensierungsprozess mit einem Abgas noch zu tun hat, dann ist das sehr wohl noch Kondensstreifen, auch wenn das kein primärer Kondensstreifen ist, sondern ein sekundärer bzw. ein sekundärer Prozess, der nichts mehr mit dem Triebwerkswasser zu tun hat, ja? Warum? Weil man gibt schon ehrlich zu, dass bei einem Verbrennungsprozess auch Rußpartikeln entstehen. Das ist kein Geheimnis, man gibt das offen und ehrlich zu, obwohl man nicht unbedingt auch zugibt, in welche Konzentration, in welche Menge da eigentlich die Rußpartikeln ausgestoßen werden. Man sagt lediglich, es gibt da Normen, die eine gewisse Menge noch zulassen oder eine Konzentration, aber über diese Grenzen einfach nicht mehr zulässig ist und somit ist an und für sich aus der also sicherheitsbetrieblichen Sicht gar nicht möglich, dass da höhere Werte überhaupt entstehen können, weil sie einfach nicht zulässig sind, ja. Aber weil schon zugegeben ist, dass diese Rußpartikeln entstehen, ja, also einerseits ist es auch so physikalisch begründbar oder verständlich, wie eben das auch zugegeben ist. Also die Rußpartikel sind auf jeden Fall immer vorhanden. Und auf diesen immer vorhandenen Rußpartikeln kann zu jeder Zeit auch Kondensierungszustand stattfinden. Das heißt, dass auch schon in den Zeiten vor Chemtrails
es diese Nachkondensierungsteile der Kondensstreifen geben musste. Nur wurde damit waren damit womöglich sehr wenige Leute beschäftigt oder sich damit auseinandergesetzt haben, sodass das nicht dokumentiert war und schon gar nicht veröffentlicht war. Aber diese Nachkondensierungsstreifen in einem bestimmten Ausmaß, in einer bestimmten Dicke oder Konzentration Holz oder Verschlechterung der Durchsichtigkeit oder wie auch immer. Also sowas gab es schon immer, aber nur bis zu, wie gesagt, einer gewissen Auswirkung, weil die Rußpartikelmenge sowie auch die Konzentration immer durch die Normen, die einen Flugzeugbetrieb zulässig machten oder nicht, sehr stark limitiert war. Ja? Also, noch einmal zu den Kondensstreifen selber. Mir ist einfach nicht klar, dass diese ganze Palette um den Kondensstreifen eigentlich überhaupt nicht korrekterweise publiziert wurde. Ja? Also wenn man sich mit der Materie tiefer auseinandersetzt, muss man prinzipiell grundlegend dahinter kommen, dass ein Kondensstreifen viel mehr ist als das, was publik preisgegeben wird. Ja? Aber umso mehr sind auch die Grenzen greifbarer, bemerkbarer, verständlicher, ja, wo es noch so eine Nachkondensierung dieser Rußpartikel sein kann und wo keineswegs. Also da könnte ich schon langsam die Gedanken bekommen, dass das eine pure Manipulation ist, schon was diese grundlegende Kondensstreifen angeht, dass diese Aspekte absolut nicht erwähnt wurden oder sehr am Rande, sehr wenig, nicht ausführlich. Ja, also das heißt, auch was diese sekundäre Kondensation angeht, also Kondensierung der umgebenden Luft auf den Rußpartikeln, also ganz normaler Verbrennungsvorgang, weil eben, und das sage ich noch einmal in aller Deutlichkeit, wenn man sich nämlich mit diesem auseinandersetzen würde, würde man absolut genau wissen, wo die Grenzen liegen zwischen einer physikalischen, also eines physikalischen Ablaufs, eine Möglichkeit, ja, also eines möglichen Ablaufs in Rahmenbedingungen gesetzt durch die Normen und Wetterbedingungen und. Ja, also bis wohin, ja, es Kondensstreifen ist und ab wann es keine normale, zulässige durch die Flugnormen, durch die Wetterbedingungen und mehr Kondensstreifen mehr sein kann. Ja. Es wird zum Beispiel auch nicht erklärt, wie sich genau diese Kondensation, diese Kondensierungswasser, kondensiertes Wasser besser gesagt, weil damit meine ich jetzt nicht nur das aus dem Triebwerk, also aus dem Verbrennungsprozess, sondern auch die Kondensierung nachher, also die Nachkondensation, das heißt auf den Rußpartikeln aus der Umgebungsluftfeuchtigkeit. Ja? Also, dass man nicht erklärt, wie sich das physikalisch, optisch, ja, und beziehungsweise Außeneinflüsse in eine oder die andere Richtung, ja, also welche Zusammenhänge der Einflüsse da herrschen. Das heißt, zum Beispiel die Tatsache, es wird schon gesagt, gasförmiges Wasser ist durchsichtiger Gas. Ja, aber es wird nirgendwo erwähnt, wenn flüssige Kondensierung stattfindet, also nicht in Eiskristalle, sondern in flüssiges Wasser, was das für optische Auswirkungen hat, also wie man diese Änderung des
Aggregatzustand überhaupt wahrnimmt. Das wird überhaupt nirgends bei Kondensstreifen erklärt. Ja? Es wird nur gesagt, 35 Grad minus etwa muss Umgebungstemperatur sein. Und es muss, wird immer wieder behauptet, Übersättigung herrschen, ja, was bei einer bestimmten Rußpartikelkonzentration nicht erforderlich ist. Also das ist jetzt unmittelbar bei dem Abstoß aus dem Verbrennungsprozess. Während des Verbrennungsprozesses ist nicht unbedingt erforderlich, dass die unmittelbar schon nach der einen gewissen Spanne, bis die Abkühlung kommt, ja, also die Temperatur auf dieser minus 35 Grad, meinen die jetzt da, ja, also ich behaupte, wenn eine gewisse Konzentration der Rußpartikeln, ja, vorhanden ist, dann sind diese minus 35 minus gar nicht erforderlich, um dasselbe zu bewirken. Ja, nur das wird nicht erwähnt. Das wird nicht erwähnt. In diesem Zusammenhang der Rußpartikelkonzentration wird es überhaupt nicht erwähnt. Ja. Und wie gesagt, meine Behauptung ist, dass das womöglich minus 20 sein kann, wenn eine hohe Rußpartikelkonzentration in dem Augenblick an der Stelle vorhanden ist. Aber die bleibt nicht, weil sich die Partikel immer ausbreiten. Dadurch sinkt die Konzentration. Und dann sind wiederum andere Bedingungen notwendig. Das heißt, wenn jetzt da zum Beispiel zu der Kristallierung die Bedingung gegeben wird, minus 20, weil eben hohe Konzentration von Rußpartikeln, die dann aber sinkt, dann wird das bestehende Eispartikeln, sind wiederum tiefere Temperaturen notwendig und die müssten in der Umgebung vorhanden sein. Wenn sie nicht sind, dann heißt es sofortige Auflösung der Kristalle in mindestens flüssigem Zustand. Auflösung von Eiskristallen in flüssigem Zustand ist sofort andere optische Auswirkung. Das muss sichtbar sein. Wie genau, das will ich jetzt da nicht erklären, aber das muss auf jeden Fall sichtbar sein. Ja? Also von stark weißen Streifen in braun, ja, könnte man sagen, braun, grau könnte man sagen. Ja? Aber wie gesagt, das ist jetzt da wurscht. Auf jeden Fall bleibt so ein Streifen sichtbar. Wenn er aber vergast, wird er nicht mehr sichtbar bleiben. Also jetzt das Wasser gemeint. Die Rußpartikel werden dann auch nicht sichtbar, weil schon die Konzentration zu niedrig ist und somit können die Rußpartikel auch nicht mehr sichtbar. Also das ist jetzt die Auflösung von Kondensstreifen. Weil eben der Wasseranteil vergast und unsichtig wird, also durchsichtig, und die Rußpartikel so eine niedrige Dichte erreichen, dass die durch die geringe Dichte nicht mehr gesehen werden können. Ja? Und normale Rußpartikel habe ich noch nie im Leben gesehen, welchen Reflexionsfaktor sie eigentlich aufweisen sollten, wie auch immer. Das ist alles, was nicht publiziert wird. Ja? Das heißt schon, diese Materie um ganz gewöhnliche, richtige, sag ich mal, Kondensstreifen, schon die ist total falsch. Nicht ausführlich. Irreführend. Ja? Und solange diese Irreführung von richtigen Kondensstreifen, ja, auf der Öffentlichkeit herrscht und nicht richtig gestellt ist dass die Leute hundertprozentig wissen, das sind die Bedingungen oder das sind die Parameter um den Kondensstreifen, ja? Dann wird es immer diese Diskussion geben, was ist ein Kondensstreifen und was ist keineswegs ein Kondensstreifen. Das ist meine Meinung, obwohl ich heute ganz genau weiß, was den Kondensstreifen ausmacht und was keineswegs. So, jetzt dürfte es mittlerweile in ganz Wien regnen. Was der Beweis ist, was seit früh da oben eigentlich kondensiert hat. Ja. Ob das, was runterfällt, diese Flüssigkeit Wasser ist, kommentiere ich nicht. Also es ist schon Wasser, ja, aber wie sauber das Wasser ist schon
äußerst fraglich. Also nicht, dass das Wasser unbedingt total verschmutzt ist, das wiederum nicht. Aber großer Anteil wird eine gewisse Verschmutzung sein. Und jetzt kommentiere ich nicht, was diese Verschmutzung ist. Die angeblichen E-Nur-Rußpartikeln aus den Triebwerken werden das wohl nicht sein. Also die letzte Umweltschutz oder Bundesministerium, also unter Aufsicht des Umweltschutzministeriums, so sage ich es mal, ja, die letzte Studie hat nachgewiesen, nicht messbare Menge im Regenwasser, was Rußpartikeln von Flugverkehr anbelangt, ja, also das ist schon stark. Auf einer Seite zu behaupten, es sind eh nur die Abgase, ja, also somit meint man alles, inklusive dieser Rußpartikeln, ja, und dann auf einer anderen Seite eine Studie zu haben, ja, also Umweltschutz mit Flughafen Wien, Kooperation, quasi diese Studie. Und dann müssen sie in dieser Studie öffentlich zugeben, dass was diese Rußpartikeln als Anteil der Abgase angeht, nicht messbare Mengen im Regenwasser. Also das ist schon stark. Also noch einmal, auf einer Seite zu behaupten, ja, das sind eh nur die Rußpartikeln, und auf der anderen Seite zugeben zu müssen, sie sind nicht einmal messbar im Regenwasser. Ja, also da stimmt gravierend etwas nicht. Und fertig! Und zurück nach Hause, zurück nach Wien! Also, heute haben wir echt ein tropisches Wetter. Die Regenzeit. So, und ich bin wieder beim Juhu-Haus. Dem hat es immer noch nicht gereicht. Zurück, Benju, damit ist da. Benju, spadki, patsch. Pa, was tut sich da in Juhu-Bereich? Auch ein sehr interessantes Parking, gell? Das mit dem ganzen Auto vor der Linie fast. Unter der Linie ist der nur mit dem Hänger. Und mit dem PKW ist der vor der Linie. Also wenn das irgendein Kiewerer sieht.